Super schönen guten Tag, liebe Leute. Da sind wir wieder bei Pokémon Showdown oder auch Pokémon Character Battle. Gleich wird Paul wieder dabei sein. Ich werde aber wieder mein Team vorstellen. Wenn euch das Teambuilding nicht interessiert, geht zum Zeitstempel in der Beschreibung und dann geht ihr so direkt zum Kampf. Ansonsten zeige ich euch jetzt mein Team. Ich hatte den Charakter Brian, der ist aus der dritten Gen aus der Kampfpyramide. Und ja, ich hatte nicht allzu viel Variation mit meinem Team. Ich hatte die drei Regis und die drei legendären Vögel und das war's. Aber ich glaube, ich habe das Beste draus gemacht. Ich habe ja relativ dann viele Typenabdeckungen, deswegen ist das relativ gut. Erstmal habe ich Regirock mit dem Helm, also mit dem, ich habe den Namen von dem robuster Helm, Steinhelm, irgendwie so heißt der. Den spiele ich erstmal einen physischen Tank mit Erdbeben, Steinkante, Donnerwelle und Stein. Tarnsteine, genau, Tarnsteine. Voll auf ATK und HP, weil Defensive hat er genug und er soll ein bisschen Schaden machen, aber tanky genug ist er definitiv. Mein spezieller Sweeper ist Regice mit dem Schwächenschutz. Das bedeutet, er hält auf jeden Fall, sollte er eigentlich, eine sehr effektive Attacke aushalten, weil er hat genug Schwächen. Und dann in dem Spielzug mache ich dann Steinpolitur. Und dann sollte ich eigentlich relativ schnell und stark sweepen können mit Eisstrahl, Donner, Blitz und der Lichtkanone, die ist gegen Gestein, weil ich sonst nicht wirklich was gegen Gestein habe. Und ich denke, das sollte eigentlich ganz gut klappen und der hat auch sehr viel Spezialverteidigung. Meine Fresse, sehe ich es jetzt. Vielleicht hätte ich ein bisschen HP investieren sollen. Ich darf ihn einfach nicht in eine defensive Attacke schicken. So ein Flammenwurf oder so sollte überleben. Denke, das sollte klappen. So, als nächstes Registil mit den Überresten, weil wir machen erstmal jedes Item nur einmal haben kann. Das ist mein spezieller Tank. Ihr seht, scheiß viel Spezialverteidigung. Ich mache ihn mit Sleep Talk, also mit Erholung und Schlafrede. Mit Fluch, damit er sich die ganze Zeit weiter boostet. Und mit Eisenschädel. Ich denke, das sollte ziemlich cool sein. Also die drei Regis sind top. Als nächstes haben wir Arctos. Da habe ich mich für das Iceum Z entschieden, weil Überreste war schon weg, der Helm war schon weg. Diese Schutzweste konnte ich ihm nicht geben, weil ich wollte auf jeden Fall, dass er das Ruhehort kann. Und ja, deswegen habe ich mich aber fürs Iceum Z entschieden. Ich spiele es trotzdem ein bisschen tanky mit Orkan, Eisstrahl, dem Delegator und Ruheort. Voll speziell defensiv und HP. Also tanky, Arctos. Lavados mit dem Wahlschall. Weil ich dachte mir, hey, warum nicht? Irgendjemand muss einen Wahlschall haben. Spiele ich das mit Flammenwurf, Feuersturm, Orkan und Kehrtwende. Voll auf Speed und Spezialangriff. Also ich denke, das sollte ordentlich reinhauen. Wenn es mal in einem ungünstigen Matchup ist, haut es mit Kehrtwende wieder ab. So, das Interessanteste von allen. Zapdos. Ich habe noch nie so einen Zapdos gesehen, aber ja, ich spiele es mit der Assault Vest. Und ich dachte mir, hey, bisschen Typenabdeckung und so. Deswegen fucking Wild Charge, das wollte ich nicht. Das war eine Attacke, die ich nicht wollte. Void Switch, Thunderbolt, genau, also Donnerblitz, Stromwechsel oder wie die Attacke heißt, Hitzewelle. Wild Charge wollte ich nicht. Ich wollte nicht Wild Charge, was wollte ich denn stattdessen? Fuck. Hidden Power Ice wollte ich, genau. So. Jetzt ist alles richtig, okay. Jetzt ist alles richtig. Voll auf Spezialangriff und Speed, also ebenfalls mein Sweeper, der aber ein bisschen was aushält, dank der Assault Vest. Ich finde, es ist ein sehr seltsames Moveset, könnte ich mich auch gern für blamen, weil niemand wird das so spielen, aber ich denke, das Team könnte ganz cool sein, vor allem, weil ich nur legendäre Pokémon habe. Aber keins von denen ist Yuba, also man darf sie benutzen, also ja, der gute Brian und gleich battlen wir uns mit Paul. Bis gleich. Und da sind wir auch schon. Paul ist am Start. Ich suche dich sofort. Okay. Und dann gibt's die Herausforderung, auf die du dein ganzes Leben lang gewartet hast. Dein ganzes Leben lang. Für diesen einen Moment. Oh mein Gott. Auf geht es! Der eine Moment ist da, okay. Der eine Moment. Accept. Accept. Ach du grüne Deule. Auch geil. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Das wäre auch lustig. Irgendwas stimmt hier nicht. Bei mir sind alle. Was ist denn das? Nein. Bei mir sind alle Pokémon. Sind bei mir einfach im Diamond and Pearl Artstyle. Und nicht. Oh. Und nicht. Warum? Wieso ist das so? Geh mal auf deine Einstellungen. Die Battle Options. Ja, und dann kann man da sagen. Irgendwo. Nee.
Eigentlich kann man nur schwarz und weiß einstellen. Ja, okay, es ist schwarz und weiß, ja, aber warum ist ja. das so? Warum du kannst den Haken wegmachen bei, bei den Einstellungen. Siehst du das? Bei Graphics, das zweite von unten? Grafikeinstellungen, das zweite von unten. Grafik. Oben rechts ist dieses Rad, Einstellungen. Ja, ja, das Rad, ja. Und dann hast du Grafikeinstellungen, Graphics, und da kannst du das zweite von unten ausstellen. Das ist aus. Okay, dann ist es komisch. Okay, gut, dann habe ich diesmal solche Sprites, warum nicht? Auch hübsch. Okay. Schon geht ja auch bei unseren. Okay, okay. Das ist nur die Frage, wie ich das einstellen mache. Ja, ich glaube, ich mache das von der... Oh, okay. Okay, was ist mein Lied? Hä, wer bist du denn? Wer hat die denn alle? Also du bist... Oh, oh mein Gott, oh Gott, mein Gott. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wer du bist. Du bist blau, halt in den Spielen. Nein. Nicht blau? Hier mit okay, nur Arcani hat von blau. Und ich habe einen Sumpex. Dann bist du da bist nee, du bist nicht, dann du bist der aus der dritten Gen, der Hauptcharakter. Nö. Da habe ich keine Ahnung, wer du bist. Okay, wer war denn mein Lied? Womit fängst du denn an? Womit fange ich an? Das ist eine gute Frage. Ich denke, ich entscheide mich für dich. Wie will ich denn eigentlich spielen? Aber gut, also habe ich heute mal solche Sprites. Ich finde das sehr gut. Das sieht super seltsam aus mit schwarz und weiß Sprites, die sich nicht bewegen. Oh Mann. Hätten wir vielleicht kurz einen Übungskampf vorher machen sollen. Aber egal, ich hätte diesmal solche Sprites. Warum nicht? Warum nicht, genau. Nein, ich weiß nicht, der Arm. Okay. Kleiner Hai. Ist natürlich ein bisschen ungünstig, der kleine Hai. Ja, der ist doof. Gegen den Toblerone. Fucking Toblerone. Schmeckt das überhaupt? Also ich hab so dumme Runde genannt, weil es halt in Shiny so komplett braun ist. Das sah so ein bisschen wie aus wie so eine Süßigkeit, das fand ich ganz nett. Das sieht echt aus wie Schokolade. Ja, das ist echt. Könnte so kleine Schokomännchen sein, die man immer bestellen kann. Das fand ich, oh ja, so ein Schokomännchen. Schoko Reggie Rock. Reggie Ice gibt's dann als Eis? Ja. Reggie Steel. Oh shit, was mache ich denn? Ist vielleicht Gummibärchen oder so. Ah, oh, so, mach mal so. Eisbein, komm Eisbein. Raus. Ah, da kommt der Stealth-Rocks. Na klar. So, du hast doch bestimmt so eine böse Attacke, die ich nicht möchte. Oh nein, ich weiß wieder, welche Attacke ich Arctos geben wollte und ich ihm nicht gegeben habe. Oh, oh nein. Warum hast du es nicht gemacht? Weil ich es vergessen habe. Ist es der Gefriertrockner? Nein, das ist das Auflockern. Ah, schön. Oh nein. Aber ist jetzt die Frage, ob du Gefriertrockner hast. Ja. Oh nein, auflockern wäre ich richtig. Schauen wir doch mal. Ich mache erstmal einen Delegator. Oh, scheiße, okay. Sehr schön. Ich habe aber keine Überreste. Interessant. Nee. Da habe ich mir echt für was Besseres entschieden. Ich weiß nicht. Was mache ich denn dagegen? Ich mag den kleinen Hai. Der kleine Hai ist süß, ne? Ziemlich. Hai, Hund. Hund! Auf geht's! Hurricane! Nein! Ach, sehr schön. Verdammt. Das ist nicht so gut. Fick dich, Hund. Du bist in Ruhe. Oh nein, mit dem Tarnstein hätte ich rechnen müssen. Ich bin gespannt, wie das berechnet wird, was jetzt passiert. Weil ich habe dir jetzt theoretisch nur 25% Schaden gemacht. Ja, aber du kriegst trotzdem den Schaden. Nee, ich krieg. Oh mein Gott, du bist confused. Nein! Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott! Bitte! Was? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? 30%. Immerhin, ja, trotzdem. Aber das kann ja auch erstmal daneben gehen. Ja. Oh, Mann. Warte mal, wie hoch ist inzwischen die Wahrscheinlichkeit bei Verwirrung, dass man nicht trifft und sich selber angreift? Weiß ich nicht. Es war mal bei 50%. Ah. Ich glaube, das wurde auch nicht geändert. Okay. Och, nö. Ich war ja ewig nicht mehr verwirrt in so einem Scheiß. Ach. Kacke. Fucking Arcani, vor allem ja, sehr kreative Spitznamen hast du wieder mal genommen. Ja, kleiner Hai und Hund. Das ist doch schon mal gut. Oh, ich musste sie übrigens gerade noch sehr, sehr schnell machen, weil ich wieder vergessen hatte, ihn wegzugeben. Also seid froh, dass du überhaupt welche da sind. Bist du Siegfried? Nein. Siegfried hätte doch auf jeden Fall einen Dragoran. Ja, okay, stimmt, der hätte einen Dragoran genommen. Aber bei mir kommst du ja auch nicht drauf, oder? Ich habe wirklich keine Ahnung. Wer hat denn alle drei Vögel und alle drei Regis? Ich kannte den Charakter nicht mal. Ich wusste nicht, dass der existiert. Ich weiß immer noch nie, was ich machen soll. Ich glaube, ich tausche aus. Mega High! Oha, Z-Attacke. Sub-Zero Slammer. Das war nicht so gut. Nee, ging.
Oh, diese Tarnsteine machen mir so zu schaffen. Ja, deswegen habe ich sie in der ersten Runde rausgeholt. Ich wollte auf irgendjemandem auflockern mitnehmen. Ich habe es einfach vergessen. Du hast sogar drei theoretische Möglichkeiten. Ja, was? Ich glaube, ich hatte sogar. Das war, als ich das Team vorgestellt habe, habe ich nämlich einen Fehler gemerkt. Ich habe eine Attacke falsch gehabt und das war wahrscheinlich auflockernd, was ich gegen diese falsche Attacke aus Versehen ausgetauscht habe. Und dann dachte ich so, nehme ich halt die und dann habe ich irgendwas anderes genommen. Oh nein. Oh, ärgerlich. Das ist jetzt echt traurig. Das macht viel Schaden. Kann ich gleich mal wieder gewinnen. Ja, du hast das vorletzte Mal schon gewonnen. Ja, aber das letzte Mal nicht. Eieieiei, was machen wir denn da? Nein, das war falsch! Oh mein Gott, nein. Oh, das ist keine gute Idee. Wow. Und ich erzähle noch im Vorstellungsvideo von dem Team, was die Strategie bei Red Rise ist. Ja, reinschmeißen in Tarnsteine und auf eine Stahlattacke von Mega High. Das war das Dümmste. Oh nein. Ich habe es mit Schwächenschutz gespielt und Steinpolitur. Ich wollte eigentlich Safe Switch in haben, Steinpolitur, dann eine effektive Attacke und dann sweepen. Oh nein. Das ist schade. Oh nein, ich bin so dumm. Oh, diese fucking Tarnsteine. Die sind so fies. Oh Mann, das tut mir leid. Und diese schwarz und weiß Sprites. Oh, heute läuft gar nichts. Mm. Oh. Heute läuft gar nichts. Fantastisch. Ja, das ist gerade ein bisschen blöd. Oh nein! Nein, das mache ich nicht. Sonst ist. Nein, das ist. Nein. Ich darf nicht noch mehr dumme Fehler begehen. Das wäre blöd, ja. Oh, kacke. Besonders in dieser Lage. Weißt du, ich habe schon Timos legendären Pokémon und dann mache ich nur Scheiße. Aber es sind halt einfach leider keine guten, also außer Zapdos. Wie ein Burn. Es ist dumm, wieso habe ich plötzlich wieder 51% Leben? Was ist das? Nein, du hast eine ungerade KP-Zahl, deswegen hast du nur 49% Schaden bekommen. Oh wow, das heißt, ich kann es einmal austauschen, oh toll. Oh ja, Mann! Genau. Deswegen macht man ungerade KP-Zahlen bei Pokémon. Vor allem bei welchen mit doppelter Gesteinsschwäche. Oh, ich habe Auflockern aus Versehen weggepackt. Das ist echt bescheuert bei dem Team. Oh Mann. Ich glaube, das Game ist definitiv nicht meins. Könnte knapp werden. Wir machen das mal so, würde ich sagen. Aber ich habe auch einfach mega die krassen Teile bekommen. Ich hatte einfach 5 Möglichkeiten für eine Mega-Entwicklung. Das zeigt schon. Ja gut, Brutalanda, Sumpix, Lurak, Metagross, Arcani. Ja, Latias ist doch aber nicht. Latias geht. Doch. Echt? Mega Latias ist auch OU. Echt? Okay. In welche Richtung hast du es defensiv ausgewählt? Ach, ist eigentlich egal. Hallo, Riesenhai. Riesenhai. Ich bin... Das ist die Inspiration für mein Team. Ich bin mit deinem Team echt nicht zufrieden. Sorry. Ich kann nicht allzu... Nee, es ist echt deine Schuld. Ich habe auch dumme Fehler gemacht. Ja, das stimmt. Ah, dass du auch so eine Attackenvielfalt hast. Das ist echt... Ich dachte, ich habe die Pokémon gesehen und dachte so... Okay, also eigentlich kann ich nicht mehr verlieren. Die Legis. Jetzt schon. Ja, ich dachte auch so, geil, Legis, aber irgendwie sind die Legis halt leider gar nicht mehr so gut. Nee, wie gesagt, die sind echt alles ziemlich schlecht. Komm her, Toblerone. Hi, Mega Sherizard. Oh, Drachentanz, hi. Na, wird schon. Oh ja, nicht. Ja, das ist schon ausgehalten. Oh, Rocky Hermes. Ja. Jetzt ist... noch die Rocks? Ja, ich will es jetzt wissen. Na gut. Ich habe jetzt eh schon verkackt. Ich glaube, ich kriege eh kein Pokémon mehr von. Oh Gott, der noch ein Drachentanz. Nein! Oh, wie natürlich kriege ich auch noch den Mist! Oh nein. Was ist das? Ist echt richtig traurig. Oh Mann, was ist denn das? Oh Mann, Toblerone kann ich jetzt auch abschreiben. Oh, ja, es ist tot. Tschüss. Ja, tschüss, Toblerone. Ja. Tja, was machst du gegen Riesenhai? Keine Strategie, die ich geplant habe, ist einfach aufgegangen. Keine einzige. Oh. Ich kann gleich nichts gegen Riesenhai tun, das ist das Problem. Ich hätte noch Steckdose. Keine Steckdose. Hallo.
Ich kann auch nicht viel machen da, das ist das Problem. Ich musste halt auch ein paar einfach tanky auslegen, einfach weil sie es nicht anders können. Ja klar. Sind halt nicht so gut, die Dinger. Das, ja. Ah, scheiße, ja wow, 1% Leben, geil. Glück. Oh, ist das scheiße. Okay. Ich glaube an dich. Ja genau, der Ruhe. Was? Oh, shit, das macht ja viel Schaden. Okay. Wieso? Ach ja, du bist schneller wegen. Wow. Ja, der war schon auch vollkommen für den Arsch. Geil, oh, Lavados, geil. geil. Ja. Ja. Ich hab mir so schöne Strategien überlegt. So schöne Strategien. Ah, Mann. Ja, genau. Warum nicht? Aber das geht auch echt oft daneben. Ja, aber ich miss die ganze Zeit. Aber ist trotzdem traurig, ja. Oh, Mann. Riesenhai, auf geht's. Zeig, aber ich glaube, auch wenn ich die Fehler nicht gemacht hätte, ich glaube, ich könnte nichts gegen Mega Glurak X machen. Ja. Das Einzige, so bisschen, was ich hätte, wäre Toblerone. Und Steinkante. Ah, ich bin Roger. Mir ist kein besserer Name eingefallen. Ich habe ja auch eigentlich nur kleiner Hai, großer Hai, weißer Hai und so weiter. Und dann ein Tod. Ei, das war ja mal richtig aufs Maul bekommen. Ja, aber das wusste ich eigentlich auch schon, nachdem ich mein Team gesehen hatte. Was ja, ich das Auswahl ist ein hat. Krasses oh, das Team. Ist so das fies. Ist ein sehr krasses Team. Wer warst du? Ich war dieser eine Kampf-Koryphäe mit dem Doppelkampf, der Arcani und Sumpex hat. In ich weiß der? Gar nicht, wie der heißt. In der dritten Generation. Wie heißt denn der nochmal? Jetzt hab ich wieder vergessen. Dritten Generation? Ja, so eine Kampf-Koryphäe. Was zum Teufel bist du für... Der ist richtig Hammer. Äußerst männlicher Kollege. Ja, und er macht Alter, halt einen Doppelkampf gegen Ash und bei diesem Doppelkampf hat er Arcani und Zumpex. Achso, und dann hast du Arcani aus dem Anime genommen. Genau. Alter. Und der Rest ist halt in der Kampfzone bei Smaragd. Dead Team. Ja, das ist halt übelst krass. Was zum Teufel? Okay, weißt du, wer ich war? Nee, keine Ahnung. Ich war Brian. Aus der dritten Gen, die Kampfpyramidenmeister. Ja, stimmt, ja klar. Der hat im Anime die drei Regis auch eingesetzt, soweit ich das noch weiß. Ja, genau. Stimmt. Ich dachte erst so, oh, geil, sechs Regis. Hatten wir ja gerade zwei ne, Kampfgrüfe. Aus der dritten Gen, ja. Aber ich finde, ah, da, Pyra-König Brian. Genau, Pyra-König Brian, genau. Ja, sehr geil. Ich dachte, ich habe mich erst gefreut, aber irgendwie. Ja. Ich glaube, Rematch hat auch keinen Sinn. Nee. Ich würde gerne noch die anderen Sets sagen, aber naja. Ja, ja, kannst du ja doch machen. Aber ich würde sagen, ich beende erstmal die Aufnahme. Ja, genau. Und ja, vielleicht werde ich beim nächsten Mal wieder gewinnen. Yeah. Aber gut, Paul hat wieder aufgeholt. Yes. Und fair. Ja, total. Bis dann, tschüss.